Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 mit der BVB-Karriere. Und wir starten hier gegen die bösen Buben aus Leipzig, gegen Red Bull Leipzig zu Hause. Die haben nur 15 Punkte, das widerspiegelt nicht der wahren Tabelle. Die sind ja auf Platz 2 schwächeln, aber in diesem Frühjahr auch. Ordentlich. Ja. Dann würde ich sagen, bevor wir aufstellen, wir haben einen echten Traumsturm ergattert. Ich hoffe, der schlägt im Frühjahr richtig ein. Aubameyang ist ja zu Manchester United gegangen. Haben wir da ja noch irgendjemanden geholt? Wir haben hier alles Mögliche, dass wir loswerden können. Und ich würde sagen, wir starten in eine Hammer-Frühjahrssaison. Ja. Frühjahrssaison. Die spielen mal alles auswärts, aber rot steht mir nicht so. Wird man nur aggressiv. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen, spannende Unterhaltung. Und wenn euch die Folge gefällt, dann bewertet das ganze Video wieder. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like. Wow, sehr gut gemacht. Das ist typisch Messi. Mit dem geht es viel leichter dadurch. Zack. Ah, viel zu weit raus. Egal. Ja, da werden wir richtig abgehen. Der Tripler. Ich hoffe, es ist die richtige Seite aufgestellt. Ist ja ein Linksfuß. Können wir noch einmal in der Aufstellung schauen. Schauen wir noch einmal. Hermes, der Paketdienst. Borussia Dortmund ist nach 18 Spieltagen 3 Punkte vor Bayern München und könnte sich den Titel holen, wenn hier nicht geschwächelt wird. Und die gelbe Wand sinkt. Lionel Messi für 133 Millionen hat sein Spielerdebüt für Borussia Dortmund. Wahnsinnsspieler. Goldener Junge. Natürlich super Transfer. Was will man mehr? Spielt auf der rechten Seite, damit er mit links reingehen kann. Das passt. Ist ja sein stärkerer Fuß. Dybala und Ibrahimovic. Mal schauen, wie dieser Traumsturm harmoniert. Und los geht's. Können wir sofort Vollgas geben eigentlich. Sofort Vollgas. Na komm. Deme. Benno Schmitz, auch ein guter Spieler eigentlich. Oh, Wahnsinns Flanke. Aber die geht irgendwo hin ins Aus. Und unser Torhüter hat somit gar kein Gegentor noch bekommen. Jetzt warten wir mal, bis Messi jetzt den Ball bekommt. Den werden nicht viele unter Kontrolle haben, aber schade, da ist er nicht vorbeigekommen. Da hat der Verteidiger hier gut aufgepasst. Götze ist dazwischen. Wird der zusammenpassen mit... Oh. Was ist hier? Rennt vom Ball weg. Peter Gulaschi hält hier den Ball. Ah, was ist hier los? Keine Harmonie. Keine Harmonie. So. Achtung. Und Pisscheck. Messi. Dybala. Jetzt ein schneller Pass. Und... Oh. Das gibt's ja selten. Da kann er sich gegen Halsberg nicht durchsetzen. Willi Orban. Da muss er sich noch ein bisschen ans BVB-System gewöhnen. Hat immer an der Seite Neymar und...
Suarez gehabt. Castro. Castro löst es am besten. Castro. Oh, Papadopoulos schon wieder dazwischen. Ja, das wird ein bisschen schwierig, alle mal einzuordnen. Jetzt mal wieder Messi. Was macht Messi damit? Messi. Wahnsinnsdrehung. Messi. Messi. Und jetzt muss er mal schießen. Aber das war ein Foul. Der kleine Flo hat hier viel zu tun in den ersten Minuten. Liegt schon verletzt am Boden. Was ist hier los? Wird hier umgestoßen. Und das ist bitter, wenn er hier verletzt wäre. Bitte steh auf. Sie steht hier oben, aber wir können nicht unterbrechen. Macht auch nicht der Trainer, machen auch nicht die Spieler. Oh, muss behandelt werden, hoffentlich nicht so arg. Denn wir haben ihn gerade erst frisch gekauft und das gibt's nicht. Er liegt noch immer am Boden. Hier kümmert sich keiner um ihn. Götze jetzt mal. Götze. Oh, schade. Ja, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Und er ist schwerstens verletzt. Ja. Und den Ersatz Messi setzt man natürlich ein. Ich bin gespannt, was hier an Verletzung. Was ist hier passiert? Die Nummer 13. Den merken wir uns. Und da kommt Emre Mor. Ach Gott. Ja, genau. Verletzung, Lionel Messi. Und Red Bull Leipzig will sich hier nicht die Blöße geben anscheinend. Und wir geben uns aber Blöße nach dem Verletzungsschock von Messi. Achtung! Super gemacht und die Leipziger machen hier Druck. Achtung, aber unser junger Torhüter schafft das natürlich exzellent. Ein nächstes Foul, ja, gibt's denn das? Castro. Die kriegt den Ball auf die Baller, die Baller. Und das ist das 1 zu 0. Das ist die Rache Gottes. Schöner Pass eigentlich von Emre Mor. Da läuft die böse Nummer 13 auch hinterher. Ich glaube, das ist Ilsanka. Bin mir nicht sicher. Paulo Diabla. 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 Wie komme ich auf Diabla? Paulsen. Yusuf Paulsen. So, heute sprechen ist keine Kunst mehr. Ich glaube, das schockt mich zu sehr, dass Messi hier verletzt ist. Diabla. Schürrle, Ibrahimovic und Papadopoulos. Kaiser. Ah, oh, ja, bitte. Schön ergattert. Schürrle. Ah, verliert den Ball hier wieder. Ibrahimovic. Timo Werner, Achtung. Der am Ball kann viel falsch machen. Ibrahimovic will jetzt sich den Ball gönnen, aber noch läuft es nicht rund. Die Dortmunder haben 80% der angekommenen Pässe wie sehr gut behandelt. Die Baller. Die Baller, was macht die Baller? Muss ja mal den ersten loswerden. So, zack. Und fast wäre das drin, Ding drin gewesen. Schade. Damit gibt es Abstoß. Und ja, Red Bull Leipzig ist einfach noch zu gut. Oder? Die Baller. Die Baller. Wer bringt hier die Flanke? Ja, sehr gut. Und schöner Hammer mit dem Kopf. Von Emre Mor, der kleinste, steigt am höchsten. So, wieder zurückerkämpft, ganz gut. Ah, bitter, bitter, bitter.
Forsberg. Deme. Forsberg. Und da war die Nummer 13. Da ist sie wieder. Ich kann den Namen nicht erkennen. Der fällt jetzt hinten. Und die erste Halbzeit ist jetzt auch vorbei. Wer kann es sein? Sieht man das an der Spielinfo vielleicht? Schauen wir mal. Nee, hier nicht. Matthias Ginder, Marc Bartra, Leistung und Bewertung. So. Schauen wir mal. Ja, es ist Stefan Ilsanker gewesen. Die Nummer 13 war ich mir ganz sicher. Bin ich mir ganz sicher, dass es er war. Ibrahimovic gehen wir jetzt mit, dass er gleich mal in der ersten Sekunde der zweiten Halbzeit ein Tor trifft. Oh, da kommt noch ein Nachschuss nach von Schürrle. Aber wir stellen da jetzt ein bisschen um. So, und disponieren. Schüle geht da nach vorne. Ibra Katapra geht so. Moa bleibt auf der linken Seite. Machen wir so. Pisscheck auf links. Passt eigentlich gar nicht rein. Wir wechseln. So. Spielt fortsetzen. Mal eine kleine Umstellung. Wir wollen mehr Gas geben. Jetzt kommt ein neuer Junger und Ibrahimovic darf in der Mitte spielen. So. Götze. Ibrahimovic sieht die Baller hier reinlaufen. Ui, das war ziemlich knapp. Gulaschi ist da noch knapp dran. Und Ilsanker müsste hier eine heftige Strafe zahlen nach dem Foul an. Na. Ibrahimovic kann da nicht sich durchsetzen. Ilsanker müsste eine Strafe zahlen für dieses böse Foul an Messi. Das geht gar nicht. Und der Schiedsrichter hat auch nicht gepfiffen. Es war ein sehr böses Foul meines Erachtens. Mein Messi wird hier gefoult. Achtung. Götze. Ibrahimovic. Und ein Rollerchen von Castro. Ein schöner Roller von Castro. Achtung. Forsberg. Ah, wir können da hinten nichts ausrichten derzeit. Wir müssen mehr Gas geben, Burschen. Da ist Marc Bartra. Marc Bartra. Super Bass. Und da ist das Tor. Da ist das Tor. Zum 2:0. Wer war's? Mario Götze. Schürrle, die Baller feiern das. Schönes Kombispiel. Passt ganz gut. 30. 60. Alle 30 Minuten treffen. Das heißt, das 3:0 fällt wahrscheinlich in der 90. Wäre witzig. So. Wir tun uns ziemlich schwer gegen Red Bull Leipzig. Achtung. Ui, gefährlich. Da muss der Goalie raus. Der macht das souverän. Oh, da ist das nächste Foul eigentlich. Da wird er entscheidend gestört beim Rausschießen des Balls. So. Achtung. Oh Mann, das setzt hier echt jeder nach. Lassen könnte jetzt über die Außen gehen. Lassen. Und dann legt der Ball wieder zu weit nach vorne. Das gibt's nicht. Schürrle. Was macht der denn? Das soll ein Pass werden. Kein Schuss. Keine Ahnung, was das werden soll. Ibrahimovic wartet auf sein Tor heute noch.
Messi kann sich nicht beweisen und ich hoffe nicht, dass der die halbe Saison, die letzten 18 Spiele ausfällt, sonst reicht es mir echt. Ich hoffe so sehr, dass er nur leicht verletzt ist und irgendwas nicht so Gröberes hat. So, Schürrle. Schürrle auf Emre Mor und kein Tor. Gulaschi ist auf seinem Posten. 72 Minuten gespielt. Sehr gut gemacht, Schürrle. Super durchgesetzt, Emre Mor. Ah, den setzt er nicht zu sehr. Er will es gleich machen wie Lionel Messi. Ah, jedes Mal ist ein Leipziger dazwischen. Achtung. Vielleicht können wir auch einen Gegenfall machen mit einem Horrorfall. Das gibt's nicht, wir erreichen kein Ball. Die spielen jetzt auf Ballbesitz. Was ist denn mit denen los? Oh, sie setzen nach. Achtung, nächste Möglichkeit. Anstatt denn, dass unser Goalie den fängt, wird er ihn lieber raus. 79 Minuten gespielt. 4 Paraden zu 10 Paraden. Ab, der geht ins Aus und damit gibt's noch einen Eckball. Wir lassen uns da jetzt am besten gar nicht hineinsperren. Wahnsinnstor, was ist denn hier passiert? Yusuf Paulsen. Zack. Was für ein Eigentor? Hä? Ein Eigentor von Matthias Ginter. Müssen wir uns eventuell noch einmal anschauen. So, die Baller. Jetzt muss Gas gegeben werden. Da ist die Baller. Die Baller und 3-1 gleich im Gegenstoß. Super gemacht. Nicht aufgegeben und das dritte Tor fällt in der 81. Zack. Lässt hier drei Spieler stehen und geht durch. Das ist sein schönstes Tor. Hat schon 3 Tore in der Bundesliga. Top-Typ. Sabitzer. Keita. Den könnten wir auch holen. Eventuell. Oh, schade. Schürrle sieht hier. Geht sich das aus? Ja, Ibrahimovic. 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 Und 4:1. Zlatan Ibrahimovic weiß, wie er sich hier durchsetzt mit seinen langen Beinen. 4:1. Stark gemacht. Was für ein Tor. Und das ist sein zweites Tor bereits. Ja, schade. Ich hoffe, dass Messi echt den Holmer richtig nach nicht schwer verletzt ist. Sonst ist das mit dem Traumsturm echt schade. Das ist gleich einen bitteren Transfer. Ist es bitter, so meine ich das. So. Und jetzt schießen wir einfach mal die Herrschaften aus Leipzig ab. Die Baller. Nächste Möglichkeit. Die Baller. Ah, warum bringt er den Ball nicht schneller? Aber Schürrle 5:1. Jetzt hat wahrscheinlich jeder die Chance. Und es läuft bereits die Nachspielzeit. 5:1. Spielen sie viel zu offensiv, den kriegt er noch rechtzeitig rüber und Schürrle. Schönes Tor. Sein zweites Tor in der Bundesliga. Geht sich hier noch ein 6:1 aus. Ibrahimovic setzt hier nach. Die sind ziemlich wild. Ja. 5:1. Schauen wir uns das Eigentor noch einmal an. Wer hat denn abgefälscht? Ja, ich sehe ja keine Abfälschung, keine Ahnung. Vielleicht brauche ich wirklich einen Augenarzt. Nein, Spaß beiseite. So, Bayern spielt noch gegen Schalke. Hoffen wir auf die Schalker. Borussia 1:1, Augsburg 1:1, 2:2.
So, und jetzt schauen wir da mal rein. Spieler verletzt. Ach, 3 Monate. Das gibt es nicht. Gebrochener Knöchel. Ilsanker gehört dafür echt bestraft. Götze will über das Gehalt sprechen. Und wir haben echt noch einmal. So, wir haben echt noch einmal Leipzig im Pokal. Moa drin immer da. El Rondo. So, simulieren. Ja, es ist ziemlich bitter. Ziemlich bitter. Unser Goalie entwickelt sich auch nicht weiter, das ist schade. Und der nächste Gegner ist Red Bull Leipzig. Messi schwerstens verletzt. Wo ist das noch einmal? Was hat er eigentlich genau? Bitte kümmern Sie sich um einen passenden Ersatz. Er hat einen gebrochenen Knöchel. Ilsanka gehört dafür echt weg. Toll. Ja, das fängt schon gut an, das Jahr 2017. Mit einem super Transfer und dann so etwas. Schade. Ja, dann, das können wir simulieren, oder? Simulieren wir das? Nein, das spielen wir. Ist am besten, wir trauern da nicht zu sehr nach. Wir beweisen, dass wir Messi ersetzen können, ganz gut. Es wird zwar schwer werden, aber Emre Mor wird sich schon gut schlagen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.